Tag heute. Da, du bist noch ein bisschen gestreichelt und hier ein bisschen gebürstet. Ich hoffe, das hat einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auf alle Fälle. So, gemolken wirst du auch noch. Famose Milch, vielen Dank, Muku. Es war, wie immer, schön mit dir. Hä? Ich habe mich vertippt. Ach so. Ich dachte schon, what? Was Hallo, Meme. Du bist Meme. Hallo, Meme. Es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist schön, euch alle wiederzusehen, da auch du wirst natürlich gestreichelt und gebürstet. Hallo, meine geliebte Lisa. Warum? Also, ich liebe dich. Warum zum Teufel habe ich dich Lisa genannt? Ich weiß es nicht. Kennst du eine Lisa? Ja. Hä? Ich kenne eine Lisa. Hm. Vielleicht hast du... Diese Lisa hat den... Ich weiß, dass dieses... Dass das Schaf, der Name, an diese Lisa angepasst ist. Das weiß ich, dass er dieser Lisa eben gilt. Das weiß ich. Aber warum habe ich das Schaf nach ihr benannt? Die Frau hat sogar denselben Nachnamen wie ich. Ist aber nicht verwandt mit mir. Ist aber eine blöde Schlampe, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt mehr habe. Oh. Darf man sowas in Harvest Moon sagen? Zu spät? Stimmt. Aber ist auch egal, ganz egal, wer dein Namensgeber ist, ich liebe dich trotzdem. Du kannst Weil du bist dafür. Meine Lisa. Ich liebe dich. Du bist ein weißes Schaf und weißt von nichts. Ich liebe sie alle. Auch dich liebe ich, Milky. Milky Way. Ach, ich liebe sie alle. Es ist schön. Es ist schön, auch meine zwei Pferde wiederzusehen. Das wurde ich auch schon so oft gefragt. Warum zwei Pferde? Bist du verrückt? Die bringen dir einen Scheißdreck. Ich wollte sogar drei Pferde. Die bringen dir einen Scheißdreck. Und ja, ich weiß, dass sie mir rein vom Effektiven, vom finanziellen Nutzen einen Scheißdreck bringen. Aber das ist mir egal, denn sie bringen mir etwas anderes, das sehr viel mehr wert ist als jedes Geld der Welt in diesem fucking Spiel. Liebe. Mehr Liebe, als es ein anderes Tier jemals geben könnte, weil ich Pferde liebe. Deswegen ist ihm das doch scheißegal, dass er zwei gleichfarbige Pferde hat, weil das ist die hat er jetzt was mal. Von Fick egal. Das ist mir komplett egal, was für eine Farbe sie haben, denn die Hautfarbe spielt sowieso niemals eine Rolle, um etwas zu lieben. Und ich liebe alle meine Tiere. Es ist mir auch egal, dass die ganzen Kühe alle schwarz-weiß sind. Nur die eine, die ich geschenkt bekommen habe, Muku am Anfang, dass die schwarz ist. Das ist mir komplett egal. Ich liebe sie alle. Ausnahmslos. Also ich liebe meine braunen Kühe am meisten, weil die braunen sind am süßesten. Ich finde sie alle süß. Ich liebe sie alle. Und ich habe ein schwarzes Pferd. Das hätte ich auch gerne gehabt, muss ich sagen, weil das schwarze Pferd einfach super cool aussieht. Aber es ist mir auch da. Komplett egal. Genau. So ist das halt. Weil ich liebe sie alle. Bei dem Pferd habe ich echt ewig lange den Tag neu geladen, um... Bis es da mal geklappt hat, das Schwarze zu bekommen. Ja. Ich habe ein schwarzes Pferd. Ich wollte es unbedingt haben. Auf meinem privaten Spielstand hatte ich ein schwarzes Pferd. Mhm. Und jetzt rate mal, wie ich dieses schwarze Pferd genannt habe. Kennst du Sonic the Hedgehog? Nee. Kai, du hattest eine schlimme Kindheit, kann das sein? Nein. Wenn du Sonic the Hedgehog nicht kennst. Auf jeden Fall, ich habe dieses schwarze Pferd Shadow genannt. Oh, echt? Ja. Also, ich kenne die Figur Sonic. Dann kennst du doch Sonic the Hedgehog. Ach so, ich dachte, das war was Spezielles. Nein, Sonic natürlich kenne ich Sonic. Ich kenne auch Shadow. Ja, also, wo ist... Ja. Ich frage und nö, kenne ich nicht. Kenne ich nicht, nein, ich bin Caillou. Ich kenne ihn, aber ich kenne ihn nicht. Nein. Hör auf. Nimm mich nicht auf die Schippe.
Hallo? Hör auf, ich bin Kaiju, nimm mich nicht auf die Schippe. Ich habe auf einmal eine so männliche Stimme bekommen. Haha! Ich bin in den Stimmbruch, Männerbruchteil gekommen. Haha! Weil ich bin Kaiju. Luisa? Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ich habe mal kurz geklingelt, weißt du? Hä, hatte ich eben gerade so eine tiefe Stimme oder was? Nein, ich muss sie aber gerade nochmal alle reintun. Tut mir leid, meine Viecher, ihr dürft alle nochmal rein. Hä? Was? Oh nein, ich weiß, was kommt. Ja, ich muss ergießen. Achso, nee. Ah. Ich dachte, du hast es jetzt einfach nur, weil du nochmal klingeln wolltest, gemacht. Nein, 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 ich muss ja noch gießen. Und ich will meine Viecher nicht gießen. Helmut? Hm? Der Part läuft jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ernsthaft? Und wir haben 10 Minuten im Spiel gespielt. Wow. Das wird so ein ewig langer Tag heute. Aber gut, dazu muss man sagen. Ganz ehrlich, zu unserer Verteidigung. Wundert's dich? Nein. Mich auch nicht. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mein Mann nachher ins Bett kommen will, schlafen will und rummeckert, dass ich noch am Rechner sitze. Ja, es ist... Ja. Hey, ich habe ihn vorgewarnt. Oh, es ist unterschiedlich gedüngt. Ja. Ich habe versucht, es so gleich zu düngen, wie nur irgendwie möglich. Was laberst du eigentlich? Das ist komplett gleich gedüngt. Nein. Natürlich. Das ist komplett gleich gedüngt. Wo ist dein Problem? Stopp. Oben links. Oben links. Da war... Das war weniger gedüngt. Nein, ich sehe sie mir alle an. Die sind alle gleich gedüngt. Ja, jetzt. So, dann schauen wir hier mal. Jetzt sind sie alle gleich nass. Da. Alle gleich gedüngt. Alle unterschiedlich. Nein, die sind alle gleich. Glaub mir, Kaiju, das macht Skype, wenn dann. Okay. Die sind alle gleich. Eigentlich bin ich Farbprofi, oder ich kann wirklich krassere Nuancen unterscheiden als andere Menschen. Ich weiß nicht genau. Du bist kein Mensch. Hä? Wie, ich bin kein Mensch? Du bist kein Mensch. Ich bin ein Tier. Ma. Ma, ich bin ein Kaiju. Nein, Entschuldigung. Ja, ja. Dein Lieblingstier. Hm? Mein Lieblingstier mit meinem Lieblingsmenschen. Ja, wunderbar. Lieblingsmensch. So. Das Wort 2016. Nimm 2017. Ja, ich weiß. Und Lieblingsmensch sind zwei Wörter. Es sei denn, man schreibt zusammen. Was Nein, man irgendwie nicht tun sollte. Lieblingsmensch ist ein Wort, das schreibt man zusammen. Und das Sieht war das aus. Wort 2016, weil da daraus ein Hit entstanden ist. Es gibt wirklich das Wort 2016? Hä? Sowas gibt's? Was? Das Wort 2016? Es gibt so eine Rangliste, welches Wort das Wort zum Wort 2016 wird? Ach so, ja... Dafür hat die Menschheit Zeit? Für so einen Bullshit? Also, ich hab das jetzt nur so gesagt. Also, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber das war halt mit ein Wort 2016 Lieblingsmensch, weil wegen dem Lied und so. Also, es gibt tatsächlich eine Rangliste, wo gesagt wird, dieses Wort ist 2016 sehr beliebt gewesen. Ja, genau, das gibt es auf jeden Fall. Dafür hat die verfickt verturte Menschheit Zeit, hat aber keine Zeit, sich um irgendwelche Drecksplagen zu kümmern, die irgendwo in der Ecke flacken und sterben. Aber sie hat Zeit dafür, ein verficktes Wort zu suchen, was dann das ganze Jahr aber total beliebt war. Ganz toll. Ja. Dafür hat die Menschheit Zeit, dafür hat die Menschheit Geld, aber um irgendwelchen Leuten zu helfen, die es brauchen, um denen das Leben zu retten, um denen ein schöneres Leben zu machen. Dafür hat die Menschheit keine Zeit. Ich gucke jetzt mal. What? Das ist traurig. Das ist traurig. Da merkt man mal wieder, wie verkommen der Mensch eigentlich ist. Traurig. Sehr, sehr traurig. Aber wir spielen Harvest Moon, das ist was Schönes. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Wort des Jahres, Deutschland. Wikipedia-Eintrag. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Armes Deutschland. Ich kann nicht mal armes Deutschland sagen. Arme Menschheit. Arme Menschheit, du bist dem Untergang geweiht. Es ist so dumm.
2016 war postfaktisch das Wort 2016, ja. Und ich hoffe sehr, dass die Person, die das ausgewählt hat, alle Personen, die das ausgewählt haben, an einem schlimmen Magen-Darm-Virus gestorben sind. Pass auf, noch besser, 2015 Wort des Jahres Flüchtlinge. Ja. Nein, ernsthaft jetzt? Doch. Das, Alter. Ja. Alter, jetzt ohne Witz. Ja, ohne Witz. Und, warte. 2011 war Stresstest. Und 2010 Wutbürger. Lass es. Ich hab noch was Gutes. Lass es, ich will's gar nicht 2004. Hören. Nein, Caio, ich will's gar nicht hören. Doch, nein, komm. Nein. 2004 Hartz IV. Ich will's gar nicht hören. Und 2002 Teuro. Naja, das, egal. Lass mich. Ich will den ganzen Scheiß gar nicht hören. Das zeigt einfach nur, wie behindert der Mensch ist. Und du wusstest echt nicht, dass es ein Wort des Jahres gibt? Nein. Krass. Weil ich eigentlich dachte, dass die Menschheit sich mit was Wichtigerem beschäftigt. Sich mit Sachen beschäftigt, die vielleicht ein bisschen was bewirken könnten, die Welt vielleicht ein bisschen schöner machen könnten. Weißt du, das könnte dann eine Frage bei Wer wird Millionär sein, die 32.000 Euro Frage oder vielleicht sogar die 125.000 Euro Frage, weil das ja voll schwer ist, die Wörter des Jahres zu wissen. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Hallo Bürgermeister Hamminger, es ist schön, dich fettzack wiederzusehen. Oh, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Hallo Spike, ja, wie geht's dir denn so? Oh, mir geht's ganz gut. Ja, was machen denn deine Lepra-Erkrankungen? Ach, denen geht's eigentlich allen ganz gut. Mein Arm ist heute ausnahmsweise mal dran geblieben. Ach, das ist mal was ganz was Neues. Und hast heute schon ein Bier gekippt? Ja, aber ein Fingernagel ist mir leider abgefallen. Ach, das ist ja nicht schlimm. Ah ja, aber das passiert bei Lepra-Kranken mal. Ja, gut, da hast du natürlich absolut recht, mein lieber Bürgermeister. Wie geht's dir denn sonst so? Ach, ein bisschen Skorbut habe ich noch, aber sonst ist alles okay. Ja, okay, das kommt natürlich davon, dass du die ganze Zeit bei McDonald's bist, du Fettsack! Und kein Gemüse zu dir nimmst und kein Obst zu nimmst. Oh, das könnte natürlich sein, aber ich esse die ganze Zeit Apfeltaschen. Das ist auch ein Obst. Ja, die Taschen sind auch Obst. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, dann wünsche ich dir auch, Bürgermeister. Viel Spaß beim Burger King. Ach ja, was ich dir noch sagen wollte hier. Burger King hat jetzt einen neuen Burger im Angebot. Ach ja, den muss ich sofort ausprobieren. Willst du meinen Bürgermeisteramt kurz übernehmen? Ja, klar. Das mache ich währenddessen. Und tschüss, Bürgermeister. Wow. Der Moment, wo sich Helmut in Rage redet. Ich mag den Bürgermeister. Ich glaube, das merkt man. Ja. Ah, die arme Menschheit. Fotostudio. Hallo Simon. Guten Morgen. Hast du das Leuten? Schade, dass man davon Tomatencremesuppe mit Croutons und Tulpen. Danke. Schau mal an, was der für ein Mordszinken im Gesicht hat. Ja. Übel. Das ist die Nase von Marcels Bruder. Keine Ahnung, den habe ich noch nie gesehen. Der hat die Nase. Stell dir den Typen in blond vor, dann kommt das schon ganz gut hin. Marcel ist in blond, oder? Sein Bruder ist blond. Also, ja. Also ich soll mir Marcel in blond vorstellen? Nein. Marcels Bruder sieht null aus wie Marcel. Okay. Ja. Korallenklinik. Korallenklinik. Wie heißt sie nochmal? Ellen? Nein, Ellen. Nein, warte. Wie heißt sie? Warte. Wer kriegt den Punkt? Wer kriegt den Punkt? Gott, wie heißt du jetzt? Weißt du es noch? Warte. Ich komme nicht mehr drauf. Iris, nein. Iris? Nein. Nee. Doch, irgendwie. Irene! So. Du Arsch! Nur wegen mir! Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr. Ohne mich hättest du es nicht geschafft. Guten Morgen, Tobi. Du siehst, habe ich auch so ein Mordszinken im Gesicht. Diesen Klang hört man nicht oft. Ich frag mich, was los ist. Weißt du, in letzter Zeit höre ich nicht so oft die Glöckchen läuten. Ja, könnte meinem Alter liegen und der Arzt, der will auch nicht mehr so über mich wie damals. Mhm.
Sie hat keinen Mann mehr, deswegen klingeln nicht mehr die Glocken. Ja. Da, ich habe einen Tee für dich. Oh, danke. Das freut mich sehr. Ist das Potenzzeit-Tee? Dankeschön, den werde ich gleich mal meinen Mann geben. Ja, wenn ich denn einen hätte. Du musst es Max geben. Ich bin ja so allein. Der soll doch seine... Ja, der kriegt auch was. Christina heiratet der Julius. Der kriegt auch was. Ja, Christina heiratet den Schwuchtel. Oh, guten Morgen. Im Baum der Stille hast du die Glocke gehört? Ich finde den heiß. Ein beruhigendes, den Geist beflügelndes Geräusch. Oh, was redet der denn, Alter? Krass. Oh, das ist sehr schön. Vielen Dank, ich bin so glücklich. Schön. Also hätte er jetzt keine asiatischen Augen, dann würde er Marcel am nächsten kommen. Der Doktor? Ja. Max? Ja. Aber ich habe Julius geheiratet im Baum der Stille. Muss ich mir nochmal kurz anschauen. Und hier habe ich Marco geheiratet. Meinst du wirklich, dass Max an Marcel ähnelt? Nein, aber so vom Typ her, weißt du, mit den langen, dunklen Haaren. Korallenklinik. Also, ich sag's mal so, wenn man sich Max jetzt mal gut... Wir müssen das jetzt nicht kommentieren. Nein, lass uns lieber den Sehtest machen. Was ich meine, ist mal kurz 5 Köpfe größer, weil ich glaube, dafür ist er ein bisschen zu klein. Ja, er ist halt echt nicht so... Also, aber vor Marcel hat man halt schon ein bisschen Angst, wenn er vor einem steht, aber... Ich find's ganz gut. So ging's mir, als ich das erste Mal vor ihm stand, als da irgendwie so ein Hühner vor mir steht, sag ich jetzt einmal. Also, rechts, auf jeden Fall. Oben, schräg unten, links. Schräg unten, rechts, schräg oben, links und rechts. Also rechts, oben, oh Gott, jetzt wird's echt schwierig. Also, ich krieg das hin. So, also, erste Reihe. Die Öffnung ist rechts, oben und links, unten. Ja. Zweite Reihe, rechts unten, links oben, rechts. Dritte Reihe, oh Gott. Oben, links unten, links. Ja. Vierte Reihe. Oben, links unten. Nee. Der letzte ist rechts. Nee, rechts unten. Rechts unten ist der, ja. Fünf. Links, keine unten, Chance. Oben und nochmal oben. Fünf, keine Chance. Und ganz sechs, unten, gar keine Chance. Rechts, links, oben und unten. Nee, aus der Entfernung keine Chance. Habe ich nicht mehr erkannt. Nein. Aber gut, ich sitze auch ein bisschen weiter weg vom Fernseher. Aber trotzdem... Fun Fact, meine Freunde, das wissen sowieso nicht die meisten. Meine Augen sind wirklich scheiße. Echt? Harmonika. Ja. Meine Augen sind wirklich scheiße. Ich bin jetzt der Kommentator. Also, ich meine jetzt nicht scheiße in dem Sinne, ich brauche eine Brille, aber ich habe früher eine Brille gebraucht. Und mich wundert's, dass ich den Sehtest fürs Autofahren und Motorradfahren bestanden habe ohne Brille. Und zwar mit Bravour. Hallo! Ey, guten Morgen. Ach, er ist auch süß. Ihn hätte ich auch gerne geheiratet. Ihn mag ich auch, der hat irgendwie Style. Die Glocken läuten, der Erntekönig besteigt die... Die Erde, die fruchtbare Erde besteigt er. Das ist der Spitzname für die Erntekönigin. Etwas wird geschehen. Erntekinder werden geboren. Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn ein Bauer und eine Bäuerin miteinander Sex haben? Ein Baby entsteht. Was passiert, wenn ein Biobauer und eine Biobäuerin Sex haben? Ein Veganer entsteht? Nein, nix. Der Bauer darf ja nicht spritzen. Hallo! Chris? Bling, bling, bling. Heißt du Chris? Erste Kaffee. Heißt du Chris? Christian. Ja, Chris! Guten Morgen! Christian, ich hatte recht. Christian ist Chris. Nein. Natürlich, jeder Christian heißt Chris. Das stimmt so nicht. Bei mir schon. Oh, guck mal da rechts, da sind Haussperlinge. Ja, ich sehe sie. Oh, pick, 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 pick. Oh, süß. So, Nikoloka hat eine besondere Kraft. Er braucht Kaffee.